Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Episode von Barschalam. Wie ihr seht, geht's in dieser Episode viel um Fußball. Dass dem so ist, liegt an unserem Stargast. Wir erwarten einen Stargast, einen echten Meistertrainer, einen Menschenfänger, einen Mensch, der eine ganze Stadt hinter sich gebracht hat. Dem die Menschen hier zu Füßen liegen, weil er einfach so ein cooler Typ ist. Erstens und zweitens, weil er einen saugeilen Fußball spielen lässt. Fußball und Angeln ist eins für viele. Meistens stellt sich so dar, dass wir fußballbegeisterte Angler haben. Der Sascha aber ist ein angelbegeisterter Fußballprofi. Der kennt alles und jeden. Und der weilt gerade auf einer PK. Jetzt kommt gleich der Frankie. Der erklärt euch gleich mal, wie es dazu kommt, dass wir mit dem Sascha angeln gehen können. Ja, Sascha habe ich das erste Mal gesehen im Interview, als er in Münster gestartet ist. Und da hat er gesagt, dass er Angler ist und auch Kontakte in Münster sucht. Fand ihn super sympathisch. Und eines Tages, als ich auf dem Hochsitz war und auf Instagram unterwegs war, wurde er mir vorgeschlagen. Ja, und dann habe ich ihm auch direkt angeschrieben, habe ein bisschen erzählt, wer ich bin, was ich so mache und dass ich mal Spaß hätte, mit ihm angeln zu gehen, da wir ja zwei Gemeinsamkeiten haben, die Liebe zu Preußen Münster und die Liebe zum Angeln. Ja, und so haben wir uns halt kennengelernt und auch direkt einen Urlaub verabredet, zusammen zum Fischen im Delta gewesen und von da an wächst eine Freundschaft und wir verstehen uns richtig gut. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer der Frank ist. Also Outsider fragen sich's. Ich sag's euch, der Frank ist ein brutal versierter Wettkampfangler und war zu der Hochzeit oder beziehungsweise zu meiner Wettkampfhochzeit 2015, 16, 17, 18 ein ganz krasser Widersacher von Dustin und mir. Hat mit dem Enrico immer zusammengefischt und uns so manchen Titel entreißen können, kurz vor Schluss. Unsympathisch zwar, aber trotzdem ein sehr netter Mensch. Das ist natürlich auch anglerisch ein bisschen was geboten in dieser Folge. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur den Fußball feiern, das Angeln feiern war auch. Im Vorfeld habe ich kurz gefragt, was hättet ihr am liebsten, was würdet ihr gern sehen, Kanalangeln. Und da war die einhellige Meinung, mehr oder weniger einhellig, dass es geil wäre, blanke Jigs gegen Skirted Jig. So, und jetzt habe ich meinen ersten Fehlbiss schon gehabt. Ein Mordsdonnerbiss vor der Haustür. Ich mache den Skirted Jig klar. Hier haben wir schon eine kleine Havarie. Die erste kleine Havarie. Und der Mann da vorne, der Frankie, der fischt den Sexy Swimmer Blanco. Was ist denn die Angelstrategie technisch? Ja, ich werde jiggen. Und du wirst mit dem Rubber Jig versuchen, einen Fisch mehr zu fangen als ich. Und dann schauen wir mal, was passiert. Im Moment läuft es ein bisschen zäh. Von daher werden wir Strecke machen und versuchen, den einen oder anderen Zander den Köder vor der Nase zu halten. Oder natürlich noch besser am Barsch. Barsch immer besser. Nee, stimmt gar nicht. Alles gut. Aber die Frage ist noch mal ganz kurz, Frankie, du würdest jetzt da immer an der Spundwand lang angeln, oder was? Also, das ist ja alles von der Struktur relativ eben ist. Ziehen die irgendwo ja an den Kanten entlang oder stehen an den Kanten. Und von daher würde ich jetzt empfehlen, dass wir Strecke machen und versuchen halt den einen oder anderen Fisch einzusammeln. Hier an dieser Blume, da unten, habe ich einen echt fetten Biss gehabt. Also wenn es ein Barsch war, war es ein Endtock. Wenn es ein Zander war, okay, aber shit. Ihr seht ja absolut trübes Wasser. Ihr seht auch warum. In diesem Kanälchen sind ganz ordentliche Schuber unterwegs, die rühren das Wasser um. Nichtsdestotrotz, schaut mal. Ihr seht die Sonne so halb schräg von hinten, deswegen bildet sich ein kleiner Schattenbereich aus. Und in diesem Schattenbereich, denke ich, hält sich noch mehr Fisch auf als generell auf der anderen Seite, die ja angestrahlt wird. Also ich denke, auf dieser Seite sind wir gut unterwegs. Und ich hatte ja schon einen Fehlbiss. Mann, ey, ich ärgere mich zu. Sag's nicht, zu was ich mich ärgere, aber es ist trotzdem scheißärgerlich. Jetzt hat der Frankie auch noch eine Chance liegen lassen. Das wird dem Coach nicht schmecken. Der Frankie hat gerade den zweiten Biss verdattelt, glaube ich. Es hat zumindest wieder aufgestöhnt. Frankie, was ist los? Der Chancentod, echt. Der Chancentod, da so sieht er aus. So, jetzt heißt es aber nichts wie los,
sonst gibt's Stress. Also es ist ja eh schon immer ein bisschen stressig, Angelvideos zu machen und die Zeit läuft einem davon, wenn nichts beißt. Aber wenn einem so ein Sascha im Nacken sitzt, ne? Kein Vergnügen. Das macht die Sache nicht angenehmer. Ich meine, ihr lernt ihn ja gleich kennen, den Schleifer. Achtung, der Coach kommt. Hi Jungs. Hi. Moin. Moin. Und, wie war's? Es war schön. Wir haben keinen Regen gehabt. Und das stimmt im Fall. Der Ausblick war auch herrlich. Ein Fairbiss ich, einen kräftigen Tosch immerhin. Okay. Aber das bringt uns nichts, ne? Chancentod, da steht das man bringt nicht gar drauf, nichts. Ne? Aber ich bin noch ein bisschen sauer jetzt, ehrlich gesagt. Ja? Habt ihr gar nichts gefangen? Gar nichts. Warum? Habt ihr immer dieselben Köder gehabt oder habt ihr mal gewechselt wenigstens? Auch nicht. Warum nicht? Die Zuschauer haben es sich gewünscht. Die Fans also Ausredenbuch Nummer 1 ist schlechtes Wetter, ist Wetterwechsel, was weiß ich was nicht und Regen. Auch noch, genau. Nein, ich weiß, warum ihr nichts gefangen habt. Soll ich das sagen, warum? Weil ihr nur gequatscht habt. Ihr habt nur gequatscht, ehrlich. Wahrscheinlich nur die Köpfe zusammengesteckt und gequatscht. Und Kaffee das ist nämlich das Problem. Und Kaffee dabei getrunken. Ja, genau, das ist das Thema. So. Ja, aber das ändern wir jetzt. Jetzt geht's so, jetzt. Du, nur rechts, du, nur links, Köpfe auseinander, nichts mehr quatschen, angeln. 2 Stunden angeln, bitte. Jawohl. Aber trotzdem habe ich noch was für dich. Schönes Preußen-Trikot, du hast ja schon die Preußen-Klamotten an, mein Lieber. So stark. Ey, ich habe auch ein Trikot für dich. Ey, stark. Ein Barschalab-Trikot. Wie wär's mit einem Tausch? Ja, nehme ich an. Sehr gerne, sehr gerne. Sascha, danke. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Ich werde sie in die Ehren tragen, auf jeden Fall. Zieh's jetzt manchmal an. 10 oder 5 ist mal wieder die Frage. Ich gehe mal auf 10 und ich mach schnell. Deckel. Nachfassen, ne? Was der Frankie hat liegen lassen, sammle ich jetzt auch. Oh, Samstag wird ein krasser Tag auf jeden Fall. Dein Wort in Gottes Ohr, denn deine Filme, ne? Lübeck wird so weggefiedelt, Freunde. Mir die Frage, Dropshot oder ein bisschen Chicken oder mal ein Krebs oder ein Seerig, das ist halt die Sache. Das ist, die sind halt manchmal echt zickig. Was wollen sie jetzt? Das ist halt immer, das musst du halt rausfinden. Hier kommen leichte Berlin-Vibes auf an dem Spot, Leute. Das ist wie im Plänterwald. Münster, hallo. Gibt's ja nicht. Hey! Ja. Schon ist der Coach da, klappt's mit den Fischen, so aber, nämlich, das aber, ist richtig. Aber die Größe lässt noch zu wünschen übrig. Da muss er noch dran üben. Ja, es kommt noch. Nein, mit Fußball. Hi. Hi. Das sind die Fans. Hi, Simon. Ey, krass. Hallo, Johannes. Hi. Das erste Mal, dass wir uns persönlich sehen. Hallo. Ja, das ist tatsächlich so. Hallo. Mann, du auch Preußen-Fan? Ja. Ich auch. Also, damit ihr es mal wisst, was jetzt Phase ist, der Simon ist Barschala-Moderator, Captain Ahab. Und sein Sohn ist? Jakob. Jakob. Und Jakob ist krasser. Preußen-Fan. Ja, habe ich ein schönes Foto schon gesehen von dir auf dem Zaun. Ja. Nicht erlaubt, aber immer wieder durchgezogen. Ne? Und Simon, du bist da auch mit am Start, oder? Ja, wir sind traditionell in Block L, unüberdacht natürlich, im Stadion, Familienblock. Ja, noch ein paar Jahre, aber dann hast du auch ein ordentliches Stadion, das Münster auch dringend braucht, muss man sagen. Ich meine, ihr braucht ja wirklich ein größeres Stadion, ja, wenn es dann in die Bundesliga geht. Ne? Spätestens mit dem Aufstieg in die zweite Liga. Nein, nein, nein. Erstmal, ich hoffe einfach auf den Klassenerhalt. Ich glaube, das ist auch ein gutes, realistisches Ziel. Und alles Weitere kann man dann in den nächsten Jahren gucken. Leute, damit ihr auf dem Laufenden seid, ne? Der Sascha ist mit Preußen Münster Meister geworden. Richtig. Einmal knapp gescheitert, ist ja fast so ein bisschen die Mainz 05 Kloppo-Story, ganz knapp gescheitert. Ne? 3 Tore haben gefehlt, 87 Punkte geholt und trotzdem 3 Tore gefehlt. Ist nicht erreicht, aber im nächsten Jahr dann geschafft und es war natürlich umso schöner, wenn du es dann geschafft hast, weil das echt harte Arbeit war und auch nochmal uns Fans, glaube ich, nochmal extrem eng zusammengeschweißt hat, das Ganze. Ich weiß nicht, ob ich das auf deinem Kanal loben darf, aber gute Stimmung im Block N. Auch ganz gut was abgebrannt beim Abendspiel. Das war mein Highlight der Saison, glaube ich, oder wahrscheinlich für die meisten. Das Abendspiel, also das vorletzte Spiel der Saison. Das war gegen Fortuna Köln. Genau. Da haben wir beide verloren, aber ich glaube, das Ergebnis hat an dem Abend keine Rolle gespielt. Thank you.
immer wieder schön, so ein Feuerwerk. Ja, und was, du bist jetzt Dauergast oder hast eine Stunde? Ja, ich habe eine Dauerkarte. Ja? Ja. In deinem Alter, ist ja wunderbar. Echt ein cooler Coach. Gehen wir eins weiter? Ja, wir gehen eins weiter, mein lieber Johannes. Versuchen damals noch einen schönen Fisch zu fangen. Weil jetzt, wenn es dämmert, hämmert's. Die Crunch-Time kommt jetzt. Jetzt geht's los. So Leute, jetzt ist es so, dass wir morgen ja ein Spiel haben gegen Lübeck. Wie sind die Aussichten? Das Krasse ist, wenn ihr das seht, ist das Spiel schon vorbei. Aber ich sag, wir gewinnen. Ich find's geil, dass du schon sagst, wir. Das finde ich schon mal super, Johannes. Also du bist voll drin im Thema. Voll. Wird eine harte Nummer morgen, ganz klar. Drittligaspiel ist schwer. Wir sind Aufsteiger, die sind Aufsteiger. Augenhöhe. Lassen wir uns mal überraschen, aber ich hoffe auf ein gutes Spiel und ja, dass wir es natürlich gewinnen, ist ja klar. Also davon gehe ich aus. Absolut. Das freut mich. Lübeck kann doch gar nichts. Nein, ist ja nicht so. Nein. Lübeck ist gut. Aber wie ist das denn, ne? Als Aufsteiger, Vierte in Dritte Liga, da sollte man ja, ist Vierte Liga, ist das noch Amateurfußball? Oder? Vierte Liga ist offiziell eine Profiliga. Deshalb durften wir ja auch in der Corona-Zeit, in Corona-Pause noch weiterspielen und durchspielen. Und deshalb gilt die Regionalliga oder die Vierte Liga offiziell als Profiliga hier im Westen. Ist natürlich nicht jeder ein Profi, der hier spielt. Also bei den etwas kleineren Vereinen, aber bei den großen Vereinen wie jetzt Aachen oder Fortuna Köln oder Oberhausen oder Wuppertal und auch wir oder auch Essen, die noch dabei waren, Dortmund 2. Das sind schon alles Profis, muss man sagen. Und jetzt in der dritten Liga sind alle Mannschaften Profis, ist ein Top-Niveau, ist eine super, super Voraussetzung, super Stadien und auch natürlich die Berichterstattung ist auch sehr professionell mit vielen Live-Spielen im öffentlichen TV. Warte mal, das ist Magenta überträgt das doch komplett, Magenta, oder? Sport und aber auch die dritten Programme, also WDR, SWR. Oh ja, da ist er doch. Das war live drauf. Da würde ich sagen, gehen wir mal in die Kurve. Sascha Hildmann. Leider abgefallen. Der Barsch. Aber er war einer dran, siehst du mal, schön. Ja. Das heißt, das Niveau von Vierter auf Dritte Liga ist drastischer, ist ein drastisch anderes Niveau. Ist ganz krass anders nochmal. Natürlich sind die Top-Vereine der vierten Liga, haben das Niveau, sag ich, von vielen Drittligisten. Aber du musst dann jeden Samstag eben dieses Top-Niveau abrufen, damit du auch gegen diese Mannschaften bestehen kannst, damit du deine Punkte sammelst. Und deshalb ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Du hast 38 Spiele, das darfst du auch nicht vergessen. Und hast noch viele, dadurch auch viele englische Wochen. Du hast den DFB-Pokal noch. Wir spielen am Dienstag im DFB-Pokal gegen Bayern München. Das wirst du wahrscheinlich auch noch ansprechen, da bin genau. Ich mir ziemlich sicher. Und das ist für so junge Mannschaften, für so junge Spieler und so, für uns schon eine Herausforderung, das muss man ehrlich sagen. Und ja, wir nehmen es an, machen das Beste draus und freuen uns jetzt auch einfach. Und wenn du jetzt so ein Spiel hast, also ich denke mal, gegen einen Mitaufsteiger wird man ja gewinnen wollen oder wird man sich auf jeden Fall mal realistische Chancen ausrechnen. Denke, wenn man gegen Bayern rangeht, wird es vielleicht ein bisschen mit den realistischen Chancen, die man sich ausrechnet, wenn man es realistisch betrachtet, also, wird nicht... Du sagst es ja, also die Chancen liegen im absoluten Promillebereich. Bayern ist eine absolute, die beste Mannschaft. Das ist auch das maximale Los, das wir kriegen konnten. Aber natürlich, wenn du da irgendwie eine Chance haben willst, dann muss bei Bayern alles schieflaufen und bei uns alles klappen. Und trotzdem nehmen wir es an. Also wir freuen uns, hoffen, dass Bayern da uns, wir wollen Bayern auf jeden Fall das Leben schwer machen. Finde ich gut. Also Bayern auch ein Top-Verein, ne? Aber also ich bin ja VfB-Fan, ne? Das wissen wir ja alle. Das wisst ihr alle. So habe ich eigentlich den Sascha, eigentlich so bin ich auf den Sascha auch gekommen, weil wir mal ein Blitzturnier gespielt haben in Groß-Asbach. Warst du Trainer? Da war ich Trainer, genau. Und da lief das gar nicht so verkehrt für Groß-Asbach gegen den VfB. War ein schönes Turnier und wir haben uns da sehr gut präsentiert. Und dadurch
bist ja auf mich aufmerksam geworden. Genau. Und das ist ja auch schön. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, ne, wenn jetzt mal so ein Drittligist gegen den großen VfB irgendwie besteht, dann schaut man sich schon mal an, was der Trainer da so veranstaltet oder wer da Trainer ist. Dann stellt man fest, ne, der Sascha ist nicht nur Trainer, sondern eben auch Angler. Hast du ja gerade schon bewiesen, sehr erfolgreicher Angler. Und ja, und so haben wir uns dann so ein bisschen, man folgt sich gegenseitig. Und jetzt kam halt durch den Frank diese wunderbare Chance, Preußen-Fan zu werden. Machst du gut, dass du jetzt Preußen-Fan bist, trotz VfB-Anhänger. Aber man kann ja auch ein bisschen Fan von anderen Vereinen noch sein. Absolut. Und ja, ich freue mich sehr darüber. Ich bin wirklich begeisterter Angler und ich angel auch schon mein Leben lang. Muss ich auch mal sagen, schon mit 6 Jahren, also fast ein Leben lang, mit 6 Jahren habe ich angefangen, alles durch. Hast du vor mir angefangen zu angeln, ja, auf jeden Fall. Ja, mein Onkel, der hat zwei kleine Weiher gehabt, da hat er mich immer mitgenommen und da bin ich kleben geblieben. Ne? Und jetzt am Rhein, auf Wels oder auf Zander, Hecht, Barsch, es ist eigentlich alles dabei, ich habe alles schon durch. Stippangeln früher, Wettkampfangeln gemacht, damit angefangen, versuche dann auch in jeder freien Zeit, in jeder freien Minute angeln zu gehen, was nicht immer funktioniert. Aber wenn es denn funktioniert, ist es immer schön, macht es immer Spaß. Und du hast dann ja praktisch auch deinen Beruf, also auch ich ja auch, deinen Beruf zum, dein Beruf zum Hobby gemacht, dein Hobby zum Beruf gemacht. Du kannst auch sagen, einen Beruf zum Hobby gemacht, finde ich auch cool, weil es ist mein Hobby. Ja, natürlich ist Trainer sein und Profitrainer, kann auch ganz schön gemein sein. Das wissen wir alle, wenn es nicht läuft, dann bist du der Erste, egal was dann ist. Es bleibt immer an dir kleben. Und kannst natürlich auch ganz negative Erfahrungen sammeln. Trotzdem will ich nichts anderes machen. Mir macht die Arbeit mit der Mannschaft, mit den Spielern unwahrscheinlich viel Spaß. Und natürlich auch die Arbeit, wenn du dann erfolgreich bist, umso mehr. Aber es waren auch schon andere Zeiten. Ich war ja auch schon woanders Trainer. Ich war auch in Kaiserslautern Trainer. Es war eine wahnsinnig interessante, prägende Zeit. Aber auch eine sehr anstrengende Zeit. Puh, da habe ich echt viel mitgemacht. Da könnte ich auch ein Buch schreiben, muss ich ehrlich sagen. Aber das war die Zeit, wo es bei Kaiserslautern auch mit dem Vorstand hin und her ging, ne? Oder? Da war der Kunz, war der da noch? Nein, Stefan Kunz war nicht mehr da, aber es war ein ständig wechselndes. Hengen, oder? Thomas Hengen war auch noch nicht da. Auch noch. Nee, bei mir war noch Martin Bader. Martin Bader war bei mir noch, Boris Dotson war noch bei mir. Aber der Verein ging es ganz schlecht, war gerade abgestiegen in die dritte Liga. Michael Fronzek wurde entlassen, der Auftrag war aufzusteigen und das war ein schwieriges Unterfangen. Wir haben uns echt schwer getan, sind dann nicht so gestartet, wie erwartet oder wie gewollt, dass wir da auf Platz 1 stehen von Anfang an. Hat nicht geklappt, wir haben keine 2 Spiele am Stück verloren, aber trotzdem musste ich dann gehen nach einer herben Niederlage gegen Meppen. Und dann habe ich dann auch festgestellt, dass Fußball dann doch schon ganz schön wehtun kann. Und du alles investierst, wirklich alles gibst, aber der Erfolg ist eben manchmal nicht so, wie du es gerne hättest. Und damit muss man als Trainer auch leben. Aber dann kamen ja Erfolge. Und ich meine, schaut euch mal die Bilder an. Wenn mal ein ganzer Marktplatz deinen Namen schreit, das muss schon echt auch ein oberkrasses Gefühl sein. Seht ihr es, da kriege ich echt schon fast ein bisschen Tränen in die Augen. Ja, das war super schön, diese Fahrt mit dem offenen Bus zum Balkon von Münster, den Eintrag ins Goldene Buch und dann diese Massen an Fans, die uns da einfach gefeiert haben und auch die ganze Runde begleitet haben und dann noch meinen Namen rufen, gibt da vieles zurück. Absolut. Ich meine, das Gegenteil, wenn man es einmal mitkriegt, wenn so ein ganzes Stadion irgendwie den anderen Trainer raushaben will, ist natürlich auch Wahnsinn, ne? Also, wir Angler kennen, also ich meine, manche Angler, gerade jetzt irgendwie, der Dietmar zum Beispiel, auch eine schwere Phase, wenn da mal so ein kleiner Shitstorm am Start ist. Aber ich glaube, das ist nochmal viel krasser, wenn dann so viele Leute echt so anti sind und das offen aussprechen, muss doch ultra hart sein. Bis? Ich hatte, glaube ich, einen kleinen Kontakt eben, ja. Aber ich höre dir aber sehr interessiert zu, weil vielleicht muss man die Menschen auch mal ein bisschen sensibilisieren. Ja, denke ich. So ein Trainer ist auch nur ein Mensch. Und das sitzt dann da, meine Tochter war auch immer im Stadion, da hast deine Familie ist da. Und dass man dann so den Trainer dann fordert, keine Ahnung, flick raus und was da alles gerufen wird. Ich meine, das sind alles Menschen. Ne? Und das ist dann, wenn dann 10.000, 20.000 Leute das machen,
dann trifft es ja auch die Familie und die fangen dann an zu weinen, die Kinder. Ist nicht schön und eigentlich gehört es auch nicht dahin, aber leider passiert es immer wieder oder immer wieder mehr und man sollte dann eigentlich mal drüber nachdenken, ob das noch Sinn macht. Ist wirklich krass, ne Leute, weil am Ende, ey, es ist echt, am Ende ist es für uns ein Hobby, für die Jungs ein Beruf und soll ja eigentlich mehr Spaß machen und was da für eine negative Emotion teilweise zustande kommt, ist schon krass. Aber die positive natürlich auch. Ich für meinen Teil habe ja in letzter Zeit als VfB-Fan nicht so wahnsinnig viele positive Gefühle mitgenommen. Aber ein krasses Ding war halt, als wir gegen Köln in der 94. Minute dieses 2-1 geschossen haben. Alter, ich habe eine Woche lang mir Videos von irgendwelchen Fans aus dem Stadion reingezogen. Erwartet mit dem 16er. Ball kommt an den ersten Pass, wird verlegen. Tor, 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 das darf nicht wahr sein. Sie rennen in die entgegengesetzte Richtung und sie jubeln und sie feiern alle. Und ich habe jedes Mal echt flennen müssen, weil das so krass war, wie sich eine Saison in einem Moment in Wohlgefallen auflösen kann. Brutal. Ja, das stimmt. Diese Momente, ich kenne ja dein, ich habe das Spiel auch gesehen natürlich. Aber dieses Jahr läuft es für den VfB ja richtig gut. Ne? Dieses Jahr kannst du ein bisschen mehr jubeln. Bin mal gespannt, ob das Niveau gehalten wird. Also. Ich auch, aber wir sind auf einem guten Weg auf jeden Fall. Auch ein guter, der Herr Hoeneß. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, hast du gegen den eigentlich mal spielen, also zu der Zeit irgendwie? Ich glaube, war mit Bayern in der dritten Liga. Richtig, ja doch. Da haben wir uns doch schon mal, glaube ich, gesehen. Bayern München 2, ja, als sie Meister wurden in diesem Jahr. Ja, da war, glaube ich, schönes Trainer. Und genau. Da haben wir die Klingen gekreuzt. Doch, das stimmt. Da haben wir schon gegeneinander gespielt. Leider also, Herr Hoeneß, schöne Grüße. Leider habe ich verloren. Oh, Mann. War immer der Scheiß. Und jetzt spielen wir morgen gegen Lübeck und am Dienstag gegen Bayern. Und was ist für dich jetzt das? Also, ich kann es euch sagen, ne? Wenn ich im DFB-Pokal... Nein! Scheiße! Schon wieder ein Live-Bild. War kurz dran, hast du gesehen? Oh, aus dem Winkel. Also ich freue mich immer, wenn... Also als VfB-Fan, ne, wünscht man sich eigentlich... Also was heißt man? Ich wünsche mir immer eher schwächere Gegner im Pokal. Ich würde mir jetzt nicht bloß, damit irgendwie man im Fernsehen ist, irgendwie Bayern wünschen, sondern eigentlich lieber einen Gegner, der schlagbar ist. Wie ist das für dich? Wenn du jetzt vom DFB-Pokal sprichst, ja. Natürlich, du bist der Sportler und wir wollen alle gewinnen. Und die Chancen erhöhen sich, wenn du das Bayern losziehst, natürlich nicht. Deshalb, wir hatten letztes Jahr VfL Wolfsburg, wir hatten Hertha BSC Berlin. Da konnten wir schon gut mithalten und sind ja dann gegen Wolfsburg auch weitergekommen. Aber natürlich, weil das... Van Bommel 6-mal gewechselt hatte. Das war dieses Spiel. Ja. Das war ja auch mal, kenne ich von Christoph Daum seiner Zeit als VfBler. Das war echt eine Legende. Hat der mal im Europapokal gemacht. Oder ein Zweitligist oder so irgendwie, dass du halt, sag ich mal, die Chancen sich ein bisschen erhöhen. Bei Bayern München sind natürlich die Chancen absolut gering, wenn nicht gleich null. Und deshalb ist es für unsere Fans super. Für das Umfeld, für die Stadt Münster, die sind alle total stolz und freuen sich. Ist super, wirklich ein tolles Event, ich freue mich auch. Aber natürlich eine größere Chance zum Gewinnen hätte ich schon ganz gerne gehabt, das muss man klar sagen. Kann ich echt nachvollziehen. Ich will auch immer ins Finale. Das ist so. Ganz klar. Egal, wo ich antrete. So Leute, jetzt gehe ich aber auch noch mal an die Route und dann hauen wir jetzt mal langsam ein paar Fische raus, oder? Sonst wird der Coach sauer. Nicht so viel erzählen, nicht lang schnacken. Was? Ne? Da ist er. Auf Bestellung, oder was? Nicht schlecht. Ist doch gar kein ganz schlechter, oder was? 20 cm, denke ich. Oh, ich denke 23. Ich mache schon mal hier den Kescher-Start, klar zur Not. Oh, das ist ein 30er. Junge. Ja, gut, aber... Das ist doch super mit dem Kescher. Ja, das klappt toll, ne? Jetzt musst du noch um die Kurve rum. Ja, ja so. Danke. Der Hermann. Danke, danke. Von wegen und so 20. Petri. Danke, danke. Super, noch mehr. Schön das Interview abgewartet.
Fachmann, ja, echt Profi. Ich wollte euch ja nicht stören, das muss ich ehrlich gestehen. Ich bin so erzogen worden. Ich jetzt der Profi. Hat einen verloren und der Fisch. Die Farbe ist hier für den Kanal unschlagbar. Eigentlich fische ich gar keine andere Farbe. So, da ist er. Perfekt, Petri. Danke. Jo, da ist er. Schöner Fisch. Wenn das ein Barsch ist, schöner Fisch. Richtig dicker Barsch. Was ist denn hier los? Dicker Barsch. Das ist noch so ein bisschen. Aber Friendly auch schon. Petri. 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 Geil hier in Münster. So. Nicht nur geil Fußball wird gespielt, nee. Gibt auch geile Barsche. Schaut's euch mal an, Leute. Schönes Ding, ey. Erster Wurf an der neuen Stelle. Heißt Spotwechsel manchmal doch gar nicht so verkehrt, wenn es nicht beißt. Ne? Leute, merkt ihr euch, können wir alle mitnehmen. Immer mal den Spotwechsel. Schöner Barsch! Gleich am Einschlag gemerkt, ich war ein bisschen doller. Das ist ein kleiner Zettel. Seitdem der Coach da ist, oder? Sind wir im Aufwind. Seitdem läuft's. Hallo. Wunderschön. Oh, Fisch. Johannes. Läuft jetzt. Oh, ist der schön. Alter, hat der Streifen. Das ist ja unfassbar schön. Der hat einen Streifen. Ein ganz besonderes Streifenmuster, meine Freunde. Liebe Barschfreunde und Fußballer. Das läuft. Petri, Johannes. Den hätte ich fast noch rauslupfen können. Aber die haben alle diese Pünktchen da drauf. Wunderschöner Fisch, ne? Absolut. Mit diesen Doppelstreifen, Doppelstreifen, Doppelstreifen. Macht's jetzt aber auch Spaß. Mann, Leute, ich habe noch befürchtet, wir gehen hier ohne Fisch raus und müssen mit einem schlechten Omen morgen ins Spiel reingehen. Aber nein. Für jeden Barsch ein Tor. Armes Lübeck, armes Lübeck. Das wird schmerzhaft. Leute, jetzt ist es so, dass ich relativ viele Fische fange und die Bisse verwerte. Die Jungs haben auch Bisse. Fischen 2 Gramm schwerer. Können 2 Gramm schwerer einen Unterschied machen? Beim Barschangeln aber ganz sicher. Vor allem, wir fischen auf 2 Meter ungefähr. Da macht es dann schon was aus. Jetzt teile ich eine Ladung Jigköpfe aus. Dann knallt es da drüben auch. Also das Knallen tut es ja eh, aber dann mache ich mal einen Casherman. Daniel Katzurek, mein Teampartner, sagt, die stinken. Und ich habe überlegt, ob ich so einen als Duftbaum bei mir im Auto hänge, weil ich es total gerne rieche. Wer ist jetzt nicht richtig? Mein Kumpel oder ich? Eindeutig der Katzurek. Also was, glaube ich, auch eine Rolle spielt, ist, dass die noch so frisch riechen. Ich glaube, wenn du die länger fischst, die Köder, und den Geruch so ein Stück weit verlieren, merkst du, dass die anderen Köder fängiger sind, die wieder frisch aus der Verpackung kommen und diesen Duft noch so richtig ausstrahlen. Haben wir auch oft, also auch bei anderen Gummis, bei OSP zum Beispiel, der Do Life Shrimp, auch ein Bombenköder. Und da ist es auch so, dass meine Schweizer Kumpels, die mir den gezeigt haben, ne, wenn die ein paar Barsche gefangen haben mit dem Ding, wandert das eine zurück in die Verpackung, darf sich wieder aufladen und ein neuer, also da ist so eine Soße drin. Und dann kommt ein neuer dran. Flavor, Leute, ist schon ein Bringer. Gerade beim langsamen Fischen. Und wir fischen ja wirklich langsam jetzt. Wahnsinn, ist das schön. Oi. Sauber. Mega. Leute, kennt ihr die Geschichte von der MS Günther? Da kommt sie. Und der Sascha erzählt euch mal die Geschichte. Ich kenne sie inzwischen. Die heißt MS Günther, weil bei Günther Jauch ein Kandidat aus Münster saß und der die Million gewonnen hat. Und Günther Jauch hat dann gefragt, was er mit dieser Million macht. Und dann hat er gesagt, es war schon immer sein Traum, sich so ein Schiff zu holen für so Partygänger oder als Party-Location. Und hat er zu Günther Jauch gesagt, wenn ich das Schiff nehme, taufe ich es Günther. Dann hat Günther Jauch gesagt, dann komme ich hier vorbei zur Taufe.
Und dann war Günther Jauch tatsächlich da, war bei der Taufe dabei und da ist jetzt die MS Günther. Kann man mieten. Hast du noch mal zugeschlagen? Ja, nicht ich, sondern der sexy Swimmer. Das ist einfach eine Waffe. Ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Kommt der Fahrstuhl. Der Fahrstuhl hat's nicht weit. Zum Fisch. Vielen Dank. Tief muss er rein. Gut gemacht. Die anderen waren schon fertig. Hier, Rute schon weg. Da. Wir waren schon am Abrücken. Frankie noch mal einen Sicherheitswurf gemacht. Ja, nicht, dass noch was liegen bleibt. Ne? Ja. Da liegt schon der Grill bereit. Also hier wird sich auch mal der Gang mit dem Müllsack lohnen. Ey. Münster, Münster. Ich habe immer gedacht, Berlin ist die Hölle, die Umwelthölle. Aber ey, da könnt ihr viel Rad fahren, Freunde, wenn er so einen Scheiß macht. Das geht nicht klar. Jetzt geht's Licht aus. Damit ist der Angeltag zu Ende. Sascha, war ein harter Kampf. Seitdem der Coach da ist, hat's gebissen. Der Coach hat's rausgerissen. Und ich würde sagen, wenn wir uns morgen die Punkte so hart erkämpfen, sind wir trotzdem alle happy, oder? Aber wir sind total happy. Es war ein sehr, sehr schöner Tag, Johann. Es hat viel Spaß gemacht und schöne Fische gefangen. Wenn wir jetzt noch morgen den Dreier holen gegen Lübeck, dann glaube ich, werden wir morgen auch noch einen schönen Abend haben. Ich bin voll dafür. Ne? Also, wir sehen uns morgen im Stadion. Weiter geht's. Ciao. Tschüss, Sascha. Leute, Nachspielzeit, ganz wichtig. Der nächste. Oh, guter Fisch. Boah, geht wie heil. Immer dranbleiben. Geil. Jetzt hat er einen Rücken. Hoffentlich ist es ein Bart. Junge. Ja.